Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen zum TÜV Austria Wissenschaftspreis 2014. Bereits zum dritten Mal. Strahlende Gewinner und ein begeistertes Publikum. Anlass: die Verleihung des TÜV Austria Wissenschaftspreises 2014. Vergeben wird diese Auszeichnung in drei Kategorien. Die eine Kategorie sind Universitäten und Fachhochschulen, die zweite sind die berufsbildenden höheren Schulen und ausgezeichnet werden auch Beispiele aus der Unternehmenspraxis. Für die Gewinner gilt: ohne Fleiß kein Preis. Man freut sich, dass die eigene Leistung belohnt wird, die jahrelange harte Arbeit und auch, dass es in der Praxis anerkannt wird. Man kann es gar nicht richtig zum Ausdruck bringen, wie viel Arbeit dahinter steckt und jetzt mit diesem Preis ausgezeichnet worden zu sein. Es ist schön, so eine Anerkennung zugesprochen zu bekommen. Mit der ganzen Arbeitszeit, die man gehabt hat im letzten Schuljahr über und die ganzen Arbeitsstunden, die hineingeflossen sind, und dann sieht man einfach, was dabei rausgekommen ist und sieht sich dann selber noch einmal im Video, und das ist ein sehr schönes Gefühl. Es war eine Teamarbeit, eine großfunktionale Teamarbeit, und das Team, das da hinter mir steht, hat dazu beigetragen, dass wir tatsächlich so eine tolle Entwicklung starten und jetzt umsetzen konnten. Eine Anerkennung für die Leistung, die man die letzten 10 Jahre da erbracht hat, und wenn man dann auf die Bühne kommen kann und geehrt wird, dann ist es ein sehr, sehr tolles Gefühl. Ich glaube, wenn man vom TÜV aus sehr ausgezeichnet wird, ist es gleichzeitig einfach eine Anerkennung für praxisorientierte Forschung. Darum freue ich mich ganz besonders über diese Auszeichnung. Ich bin immer wieder besonders beeindruckt von den sehr großen technischen Leistungen, die in unseren Schulen an den HTLs geleistet werden. Begeisterung auch bei den Vertretern aus Wirtschaft und Industrie. Dieser Wissenschaftspreis ist in den Markt gesetzt, wird wahrgenommen, strahlt aus, beziehungsweise er ist in der Forschungslandschaft angekommen. Großes Lob gab es auch seitens der Bundesregierung. Ganz tolle Projekte, die ausgezeichnet worden sind, und das zeigt, ich muss mir um den Wirtschaftsstandort keine Sorgen machen. Gehen wir gesichert in die Zukunft. Doch nicht nur der Wissenschaftspreis wurde an diesem Abend vergeben, sondern auch 2 von 5 TÜV Austria Wissenschaftsstipendien. Das richtet sich an Studierende an technischen Universitäten und Hochschulen. Und da wollen wir wissenschaftliche Arbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen fördern. Das ist ein Stipendium, das ist mit 500 € pro Monat dotiert, Laufzeit bis zu 3 Jahren, und wir werden bis zu 5 derartige Projekte pro Jahr fördern. Wir freuen uns darüber, dass wir als TÜV Austria hier einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass wissenschaftliche Forschung einen entsprechenden Stellenwert hat. Ich war begeistert von den Themen. Die Zahl der Einreichungen unterstreicht, dass der Wissenschaftspreis mittlerweile angekommen ist in der Welt der Wirtschaft, in der Welt der Universitäten. Und es geht weiter. Einsendeschluss für den TÜV Austria Wissenschaftspreis 2015 ist der 30. Juni 2015. Mehr Informationen dazu und zum TÜV Austria Wissenschaftsstipendium finden Sie im Internet.